So Leute, jetzt geht's weiter. Ich bin wieder fit. So Leute, wir nähern uns langsam dem Ziel, echt. Ich würde mal sagen, noch so 2 Stunden, dann ist der Song fertig. Ich habe schon wieder eine Kleinigkeit verändert. So, ich drücke erstmal kurz mein Aufnahmegerät starten hier. Geht's gleich los. So, Aufnahme läuft. Und zwar, den Namen von unserem Song habe ich noch ein bisschen verändert. Ich habe noch was aufgenommen, nämlich meinen Namen. Der Song heißt jetzt Eve the Magic Star. Eve. Den Namen müsst ihr euch mal merken. Ich sehe da schon, wenn ich im Finale den Song spiele. Weil ich habe schon überlegt, wie ich mich letztendlich nenne, ob ich mich Spacelover nenne oder ob ich meinen richtigen Namen nehme. Ich werde mich dann letztendlich doch für meinen richtigen Namen entscheiden. Eve Strehle, vielleicht aka Spacelover oder so. Oder. Aber ich nehme meinen richtigen Namen, weil für meinen richtigen Namen habe ich eine Geburtsurkunde. Ne? Den Namen Spacelover müsste ich mit Copyright und Urheberrechtsschutz alles noch schützen lassen. Das ist sowieso alles ein bisschen chaotisch, auch durch YouTube und so. Weil die ganzen Trantüten hier 100-fach uralte Videos von mir kopieren, mich praktisch damit richtig zumüllen eigentlich. Auch der Name Spacelover, denke ich mal, also wenn ich das gewinne, wird der Name Spacelover auch geschützt und so. Dann bringt's auch was, wenn ich diese Videos dann melde bei YouTube. Na, ich habe ja die Videos schon zigfach gemeldet, auch die kopierten Kanäle und alles. Interessiert YouTube überhaupt nicht. Völlig Bratwurst, also das ist... Das ist für die absolut Bratwurst, ne? Ob ich da als Spacelover da irgendwelche Videos melde oder so. Deswegen, der ganze Scheiß, die ganzen uralten Videos werden alle verschwinden, echt. Wenn mein Name erstmal geschützt ist, echt. Vorher machen die keinen Finger krumm. Und ich weiß jetzt nicht, wie es mit meinem Originalnamen ist, aber ich glaube mal, da brauche ich nicht extra noch einen Urheberrechtsschutz oder so. Muss ich mal sehen, aber wenn ich das gewinne, dann... Gibt's dann wieder einen ordentlichen Kanal bei YouTube unter Eve Strehle oder unter Spacelover, müssen wir mal sehen. So, jetzt geht's aber erstmal weiter mit unserem Song. So, jetzt kommen wir zur Songstruktur. Wir haben jetzt hier unser fertiges Hauptpattern, ne? So, und diesen Abschnitt habe ich jetzt 10-mal kopiert. Hier oben habe ich jetzt 10-mal dasselbe Pattern. Also unser Song wird aus 10 Abschnitten bestehen. Ich hatte am Anfang von der Melodie gleich 3 verschiedene Abschnitte entworfen. Ne? Und diese 2 anderen Abschnitte sind jetzt auf Pattern 11 und 12 erstmal gelandet. Die habe ich erstmal hierhin verschoben. Ne? So, die kommt dann später noch zum Einsatz. Beziehungsweise jetzt gleich. So, jetzt bringe ich hier eine richtige Songstruktur rein. Wenn ich den Song performe, ist das immer live. Das heißt, jeder Abschnitt läuft in einer Schleife, in einer Endlosschleife. Und im richtigen Moment, wenn ich den Frequenzbereich dann... Also hier, ich arbeite mit so einem Controller, ne? Hier steuere ich meine Synthesizer damit. Und wenn ich im richtigen Frequenzbereich bin, schalte ich dann die Übergänge mit meiner Maus. Dann kann ich hier oben... halt ins nächste Pattern rein scrollen oder das so reinziehen. Aber ich scrolle das immer mit der Maus eigentlich. Macht sich perfekt. So bekomme ich immer schöne Echtzeiteffekte, Echtzeitübergänge hin. Perfekt. Man kann den Song natürlich auch anders produzieren. Du könntest jetzt für einen Abschnitt einen Rhythmus produzieren und produzierst jeden einzelnen Rhythmus auf ein Pattern. Und dann könntest du hier oben in der Playlist könntest du diese einzelnen Pattern dann programmieren. Da hättest du dann jetzt hier jede einzelne Spur. Oder du kannst natürlich auch Blöcke mit verschiedenen Drums, also so Grooves, komplette Grooves, könntest du ja auch programmieren, die Melodien einzeln machen, was weiß ich. Und könntest dann hier wirklich mit der Playlist auch natürlich jede einzelne Sekunde produzieren. Ich könnte auch diese... Filter, also den Cut-Off-Regler von dem Synthesizer, den könnte ich auch noch produzieren. Da kannst du die richtigen Filterkurven produzieren und so.
Dann wäre es aber nicht mehr live, ne? Bei mir ist wirklich alles live. Ich steuere das alles live in Echtzeit. So. Und jetzt habe ich mir den Abschnitt hier 10-mal kopiert. Und damit ich meine Ideen schneller umsetzen kann, brauche ich die Rhythmen nur noch rauslöschen. So, das fängt jetzt an. Fangen wir jetzt an. Der Song fängt natürlich etwas ruhiger an. Deswegen lösche ich hier die ganzen Synthi-Spuren erstmal raus. Fange ich jetzt mit der ersten Synthi-Spur an. Also, der Song fängt ruhig an, baut sich langsam auf, wird immer voller. Dann kommt eine Ruhephase. Dann gehen viele Elemente weg. Die Melodie wird ruhiger, bisschen softer. Dann kommt wieder ein Hauptteil, der erste, der zweite Hauptteil, der dritte Hauptteil wird dann alles noch ein bisschen schneller. Die Melodie wird noch ein bisschen krasser. Die ganze Soundkulisse wird voller. Es kommen mehr Drums dazu. Und zum Schluss kommt dann wieder eine Ruhephase. Mit richtig geilen FX-Sounds noch zum Schluss und so. Also, die ganzen schnellen Hi-Hats und alles hier unten, die Percussions, nehme ich erstmal raus. Und der erste Abschnitt läuft jetzt so, ja. Eat the Magic Star. Eat the Magic Star. So, im zweiten Abschnitt wird die Melodie jetzt ruhiger, ja, aber es kommt schon wieder ein bisschen mehr Akustik jetzt rein, so ein bisschen mehr Fläche meine ich. So, dann nehme ich jetzt den hohen und den tiefen Sound. So, die Drums und so nehme ich jetzt raus. Aber ich könnte, jetzt könnten hier unten schon so ein paar coole Percussions dazukommen. Aber die schnellen Sachen nehme ich erstmal raus. Ne, die lasse ich mal dort. So. Eat the Magic Star. So. Ach so, die Melodie sollte jetzt auch einen anderen Rhythmus bekommen. Hier, dieser Rhythmus hier, das war Pattern 2 am Anfang. Da hatte ich die Melodie ja schon ein bisschen umgemodelt, ne? Da läuft die jetzt langsamer. So, jetzt mache ich aber 4 Takte. Programmiere ich 4 Takte. Eat the Magic Star. Magic Star. Eat the Magic Star. So, und das Eat the Magic Star, ja, das kopiere ich jetzt und da kommt jetzt noch ein schöner Echo-Effekt da rein. Noch mit dazu. Da brauche ich jetzt wieder eine neue Spur für diese Voices. So, da muss ich jetzt erstmal wieder die Stimme lauter machen. Ich hatte hier ein bisschen mehr Bass mit reingenommen. Aber zu viel Bass ist auch nicht gut, sonst wird die Melodie hier zu sehr unterdrückt. Aber hier ein bisschen lauter. Eat the Magic Star.
Haha. So. Hall-Effekt? Eve the Magic Star. Eve the Magic Star. Klingt doch geil, oder? Ich glaube, es müsste Dieter Bohlen gefallen, echt. So, jetzt noch Echo-Effekt dazu. Eve the Magic Star, 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 Star. Hier bei den Echo-Effekten, da kannst du natürlich verschiedene Echo-Effekte einstellen, da kannst du so die ganze Zeit und sowas, also die Wiederholungszeit total krass steuern und so. Das klingt schon cool. So, Fast Distortion, noch ein bisschen Verstärkung noch dazu. Eve the Magic Star, 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 Star. Chicks, Chicks, Chicks. Chicks, Chicks, Chicks. Eve the Magic Star, 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 Chicks, Chicks, Chicks. Eve the Magic Star. Eve the Magic Star, 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 Star. Eve the Magic Star. Eve the Magic Star. Eve the Magic Star, 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 Star. Eve the Magic Star. Eve the Magic Star. So, der nächste Abschnitt wird auf jeden Fall ein bisschen voller jetzt, ne? Und ja. Wartet. Ja, ich habe ja hier zwei schnelle Hi-Hats, ne? Und das untere nehme ich nochmal raus. So, im dritten Hauptteil kommt jetzt auch schon so der Diva Sub-Bass mit dazu und so. Und jetzt kommen natürlich noch andere Stimmen mit dazu, andere Voices. So, dann wird diese Melodie dann nicht mehr in drei Takten laufen. Da brauche ich jetzt schon mal ein bisschen mehr Platz. Weil, also die Version, die wird dann so 4-5 Minuten laufen. Wenn ich dann hier beim Supertalent stehe, dann muss ich mich natürlich ein bisschen von der Zeit her zusammenreißen. Dann muss ich das alles ein bisschen kürzer machen und so. Also muss ich die, kann ich die Übergänge dann ein bisschen schneller schalten einfach. Da lasse ich dann so ein paar Noten, hier ein paar Takte weg und so. Das ist halt das Schöne, ne? Ich kann halt durch diese Live, dadurch, dass das live ist, kann ich halt auch mir die Zeit richtig schön einteilen. So. Das war auf der 3. Bleibe ich mal hier. So, jetzt nehmen wir uns mal einen anderen Voice Sound. Open your heart and feel the magic star. Open your heart and feel the magic star. Open your heart and
Little Magic Star. Etwas leiser aufgenommen. Ich habe noch eine andere Möglichkeit. Hier kann ich die Lautstärke noch ein bisschen erhöhen. So. Open your heart and feel the magic star. Jetzt merkt man schon, so die Stimme unterdrückt leicht so die ganzen Synthesizer-Spuren. Ich muss doch hier den Bass mal ein bisschen rausnehmen. Ich nehme doch mal den Bass raus. Also ein bisschen höher. Open your heart and feel the magic star. So, die Stelle passt noch nicht richtig. Hier ist immer das Clap. Hier, zack, zack. Immer hinter den Clap setzt meine Stimme. Open your heart. Mal sehen, wie es geht. Open your heart and feel the magic star. Ja, das klingt gut. So, nehmen wir noch einen anderen. Dance to my beat and shake your feet. Dance to my beat and shake your feet. Spüre die Magie auf deiner Haut. Spüre die Magie auf deiner Haut. Jo, das ist cool. Open your heart and feel the magic star. Open your heart and feel the magic star. Spüre die Magie auf deiner Haut. Und jetzt nehme ich noch Magic Star. I'm the Magic Star. Feel the magic star. I'm the magic star. Feel the magic star. Open your heart and feel the magic star. Spüre die Magie auf deiner Haut. Ach Quatsch, fehlt der Magic Star, das war ja schon beim Anfang mit drin. The Magic Star. Nehmen wir einfach nur The Magic Star. So, das nehme ich jetzt hier einfach auf die 8 oder auf die 7. Auf Takt 7. The Magic Star. Star. Open your heart and feel the magic star. Spüre die Magie auf deiner Haut. The magic star. The magic star. So, und jetzt kommen wir zum ersten Übergang. Jetzt kommt der Übergang in die Ruhephase. Dann nehme ich jetzt einfach den Beat weg, lasse das alles so laufen.
Eat the magic star. So, im fünften Abschnitt machen wir jetzt einfach mal so ein schönes Drum-Solo. Das klingt auch übelst geil. Wenn ich dann auf der Bühne 20 Songs spiele, ne, und hast zwischendurch mal so ein paar Phasen, wo nur so Drums laufen, perfekt, echt. Zwischendurch mal ein paar Songs, wo ab und zu mal nur solche, so ein schöner Abschnitt läuft mit Drums, geil, das ist perfekt, echt. Und dann setzt wieder die Melodie schön ein und so. Achso, jetzt müssen wir meinen Namen gleich mal umbenennen. Eve the Magic Star. Fertig. So. Also läuft es so. Ja. Eve the Magic Star. Eve the Magic Star. Feel the magic star. Feel the magic star. I'm the magic star. I'm the magic star. Eat the magic star. I'm the magic star. Eat the magic star. I'm the magic star. So, und jetzt kommt ein... So, jetzt muss ich ein bisschen was verändern. Jetzt kommt nochmal eine kleine Ruhephase. Und danach... geht's dann wieder in den nächsten Hauptteil. So, jetzt nehme ich mir nochmal den Abschnitt hier aus der Ruhephase von Pattern 2. Kopiere den hier. So, jetzt brauche ich mal noch eine andere Synthi-Spur. Erstmal speichern. So. Jetzt muss ich mir mal eine andere Soundbank laden. Weil in der Soundbank steckt nicht so viele Dinger drin. Plugins. Lenner Digital. So. Main Room. Ne, der hat irgendwie die Soundbank gerade nicht geladen. Das war die andere Soundbank. Manche funktionieren irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber ich habe ganz viele. G-Spot. G-Spots. Patches. Ach, das sind so einzelne. Progressive Trance. Weiß auch nicht. Wieso gehen die nicht? Die geht. So, das ist eine größere Soundbank hier. Mit Arpeggios, Atmosphären, Bässen, Drums, Keys, LEDs, Pads. So, gucken wir, was bei Arpeggios jetzt drin ist hier. Oh.
Klingt zwar cool, aber die kommt nicht so schön aus sich raus, wenn ich an dem Regler rumdrehe. Geile Sounds, aber die kicken nicht so. Wenn ich an dem Cut-Off-Regler rumdrehe, dann muss da richtig was rauskommen. Das muss richtig kicken. Das muss richtig raushören, sonst bringt mir das nichts. Housemaster. Na, hier sind wieder nur LEDs drin. Mal sehen, wie es das klingt. Optimal. Elect Dance Ultra. Ja, die ist auch nicht so groß. Ja, Arpeggios, mal sehen, wie es klingt. Da muss richtig BÄM, muss das gehen. Du musst richtig richtig kicken muss das. Wenn du aus so, wenn ich aus so einer Ruhephase rauskomme, ne, und du hast nur die Melodie ganz langsam, ne, etwas langsamer im Hauptteil und danach kommt der Hauptteil, dann ist alles drinne. Könnt ihr euch nicht wahnsinnig vorstellen, was das für eine Wahnsinnsakustik ist. Wenn es richtig so es kickt dann richtig BÄM, geht das richtig. Thank you.
So, für den nächsten Hauptteil nehme ich noch eine andere Spur. Jetzt muss der Sound sich noch ein bisschen verändern. Jetzt muss ich noch eine Spur nehmen. Jetzt muss der Sound noch ein bisschen anders werden. Damit ein bisschen mehr Variation reinkommt. Let's. Ich wollte eigentlich mal was anderes, nicht immer Let's. Die haben immer alle keine Synthi, keine anderen Sounds drin. Das ist alles übelst viele Sounds, aber ich suche mal. Ich suche mal noch eine andere Bank raus. Main Room. Einzelne. Let's. Let's. Also mit Dicken. Die kenne ich, hier sind auf jeden Fall andere drin. Sequenzen, Synth-Sounds, Keys sind hier noch mit drin. Das ist so wie beim Baseball, im Baseballstadion, ne? Solche Sounds sind das Keys. Keys sind eigentlich wie so Keyboard, richtig Keyboard-Sounds. So. Das ist normal. Das dauert jetzt ein bisschen, weil ich habe schon übelst viele geile Klänge, aber ich brauche jetzt noch wirklich einen anderen Klang.
jetzt noch einen zu finden, der da noch mit dazu passt, das ist natürlich dann krass. Eigentlich brauche ich jetzt mehr so Arpeggio, so ein bisschen was Tieferes, weil Hellton, in Hellton haben wir schon. Dauert, das ist wirklich sehr aufwendig, immer noch die richtigen Klänge zu finden, ne, die zusammenpassen. Diesen hohen Ton ja jetzt einfach weg. Den ersetze ich noch gegen einen anderen. So ein Phaser mit drinne. Filter. Das dauert jetzt ein bisschen. Arpeggio, sagen wir jetzt. Thank you.
nee, diese Soundbank kommt nicht so schön aus sich raus. Die Klänge sind zwar cool, aber die hatten wir auch schon. Die hatte ich glaube schon bei meiner letzten Musikproduktion. Halt mal. Ich guck mal in die Soundbanken hier rein. Ich habe hier noch andere. Mal sehen, was das ist. Ah, das sieht so hardcore-mäßig aus. Ja, das ist eine Hardcore-Soundbank mit Hardcore-Sounds. Manchmal hast du einfach noch ganz spezielle Sounds, die ähneln sich auch ein bisschen die Sounds, aber wenn du Glück hast, erwischst du mal wirklich einen ganz anderen Sound. So. Eat the Magic Star. Ich nehme jetzt auf jeden Fall noch hier diesen dritten Abschnitt von unserer Melodie, der kommt jetzt hier in unseren nächsten Abschnitt mit rein. Ja, wartet, muss ich länger machen. Das wird jetzt auch ein langer Abschnitt. Ich glaube, ich muss gleich erstmal Pause machen. Sonst wird das Video zu lang. Ich nehme jetzt gleich noch ein bisschen Zeit, das schneide ich dann einfach und suche nochmal noch vielleicht noch einen anderen Sound, damit der komplette Sound insgesamt sich noch ein bisschen verändert. Aber mal sehen, wie das jetzt klingt mit diesem anderen Melodieabschnitt. Das wird jetzt auch geil. Eat the Magic Star. Nee, gut, okay, machen wir erstmal Pause. Bis gleich.